Ja, du hast du irgendwas gefunden? Nee, noch nicht. Erz habe ich gefunden, ja. Ja, haben wir auch ein bisschen was gefunden. War das, wo ich sagte, kommt mal zu mir. Ja, jetzt habe ich jetzt den ganzen Arsch. Hier ist einer, der Hilfe schreit. Ja, ja. Ich bin unterwegs. Ja, oh, schade. Oh, da hinten. Oh. Aber wir haben kein Strukturlimit. Oh, wow. Was, wo? Ach da, toll. Oh, ja. Gemein. Das ist war gemein. Da waren wir ja gar nicht. Bonus-Herausforderung jetzt verfügbar. Vielleicht können wir herausfinden, was die Daten beschädigt hat. Kann hier nicht reinlaufen. Befestigen den Landungsplatz. Naja, wir müssen da was bauen, oder? Ja, stimmt. Deswegen ist das so. Nicht aus Holz, nicht aus Holz. Sorry. Denke ich mal, oder nicht? Ja, wie hoch? Keine Ahnung, in 5 Minuten landet er jedenfalls. Wir müssen so hoch bauen, dass wir da an den Ballon, also an den Ballon rankommen, kann das sein? Das kann sein. Nee, der landet in 5 Minuten, der sinkt ja immer tief, oder? Zerstöre den Ballon, sodass dir die Daten fallen lässt und du sie bergen kannst. Soll ich drauf schießen? Ja, ja, mach mal. Warte. Wenn der Ballon zerstört ist, fallen die Daten sofort herunter und die Höhlen greifen an. Stell dir sicher, dass du vorher dich ein bisschen hier geschützt hast. Okay. Ja gut, haben wir ja. Hat jemand nicht fallen irgendwie? Die Frage ist, aus welcher Richtung greift sie an? Aus der, wo die lilanen Pfeile sind denn? Ich hab keine Ahnung, ich mach jetzt mal eine Falle. Wo ist denn die Wolke eigentlich? Die kommt. Ja, die müsste von da kommen. Also, die müssten von hier kommen, oder? Also, die Wolke ist da drüben. So. Okay, heißt abschießen oder? Okay, heißt, dass ich so weit wäre. Wenn ihr dann auch so weit wärt, dann würde ich. Ich bin jetzt fast den oben. Perno wieder, der übertreibt wieder. Wir müssen hier so kommen, aus der Richtung hier. Wie weit ist denn noch? Ja, ich Norden. Bin jetzt bei dem. Norden. Aus Norden. Soll ich ihn abschießen, ja, oder? Ja, weil da die Ding ist, die Wolke. Wir schießen ab, ja? Ja. Mach. Puss. Der Ballon ist gelandet.
Ja, das war aber eine Instant-Landung. Die kommen nur aus Norden? Im Moment ja. Irgendjemand schmeißt die ganze Zeit Granaten. Datei erfolgreich abgerufen. Aber diese Zeitlimits finde ich blöd, dass man sich mal. Ich will doch hier ein bisschen looten. Ja gut, es sind ja auch Bonusziele, also. Hallo. Warum treffe ich hier so gut und im PvP überhaupt nichts? Weil die sich kaum bewegen. Warum müsst ihr alle antworten und mir das so rauchen, dass ich gut bin? Oh, jetzt ist aber ein bisschen hier Action angesagt. Na toll. Gänzer geht jetzt noch 5 Minuten, gell? Hm, krieg mal hin. Bei mir hängt. Oh, mega Lag. Denk mal, es ist immer ein Speicherlag, oder? Weiß ich nicht. Sagen wir es mal so. Ja, du hast Spaß mit deinem Schwert, oder? Da geht er voll ab. Oh, wir kriegen wieder EPs. Oh, 12.000 einfach so. Aber ich weiß nicht warum, was haben wir denn jetzt anders gemacht als bei den... Na, wir sind halt krass. Lass uns das einfach mal so stehen. Ich will nur mal erwähnen, ich mach das eben gerade No-Scope, gell? Mhm. Weil ich keinen Scope hab. Oh, armes Blah. Gib ja nur die Ressourcen, dann kraftet ihr den gleichen geilen Scheiß. Wenn du was brauchst, dann sag Bescheid, klar, dann Vielleicht kriegen wir noch eine hin. Ja. Du musst nur sagen, wenn du sie haben möchtest. Ich hab gefragt. Du musst nur sagen, wer der Beste hier ist. Nein. Klar. Oh, ich hab ja eine Sniper. Warum lassen die eigentlich nichts fallen? Keine Ahnung. Lassen sie doch. Steine. Ja, nein, na toll. Nur super Stein. Was denn? Du kannst nicht sagen, dass die nichts fallen lassen. Ja. Ja, ist so. Bernhard auch keine Lust mehr. Der geht jetzt auch rein. Ich hätte gerne so eine Schutzschilddinger beim PvP. Hast du doch Schild? Ja, super. Die musst du aber nicht extra so abknallen.
Dann finde ich die irgendwie voll knuffig. Jetzt schieß drauf. What? Wow. Hey. Echt? Nee, alles gut. Wie viel haben wir denn noch? Ah, okay, eine Minute. Noch eine Minute. Yay! Ah! Guckt mal auf die rechte Seite. Also, gute Arbeit. Unter dem Radar. Können wir leichter Überlebende lokalisieren und Schwachstellen im Sturm finden. Da sieht man nochmal diese Extraziele. Ja. Wenn die voll sind, haben wir auch die Medaille. Ah ja, okay. Schön, Pern, hast du das Spiel beschützt. Nein! Das meinte ich nicht, da waren drei so eine Dinger. Ja, das ist jedes Mal da. Und jedes, das ist, wenn du was baust, wenn du was abbaust und wenn du was kaputt schießt. Und dann gibt's erst Bronze, dann gibt's Gold und dann gibt's Platin. Und die zählen dazu. Zu diesen Kistendingern. Das erklärt's natürlich. Oh, noch drei. Na, vielleicht sind ja Lamas drin. Lamas, bitte. War beim Gefecht habe ich jetzt immer Platin, aber bei den Bauen und bei dem Abbauen habe ich meistens nur Gold, aber kein Platin. Ich glaube, das zählt für uns alle. Keine Lamas. Sturmzusammensetzung. 45% Wasserdampf. 45% unbekannte flüchtige Bestandteile. Ach, Heimatbasis verteidigen. 10% Federn. Oh, nö, warte. Oh, damit wissen wir dann wohl, wo die Vögel hin sind. Oh, jetzt kannst du Gewehrschütze auf den Ding bauen, auf deiner Heimatbasis. Echt? Ja, also ich habe jetzt einen Skill freigeschaltet, dann kann ich jetzt das Ding drauf bauen, Geschütze. Gewehrschütze, schalte Timerbasis, ja. Habt ihr auch eine halbautomatische Schrotflinte bekommen? Nein. Nee. Doch? Ach nee, die habe ich vorhin aus einer Kiste gekriegt. Ich könnte dir so einen Sniper machen. Nee, lass mal. Ich Sniper ist nicht so meins. Ich warte auf ein geiles Sturmgewehr. Oh ja. Da kann ich dir nur ein blaues craften.
Oder einen lilanen Kriegshammer. Okay. Also ich habe meinen Verteidiger reingesetzt. Müsstet ihr ja dann entsprechend wahrscheinlich auch bekommen haben. Ja, da hatte ich aber schon welche. Gut, jetzt muss er das wieder viermal machen. Wahrscheinlich, ja. Das heißt, ich würde sagen, wir nehmen es nur einmal jetzt in die Aufnahmesession mit rein und dann. Ja. Aber diesmal warte ich, bis jeder bereit ist. Ich hab's gleich. Das ist aber nett. Mach nur noch eins mit deiner Freihand. Jo. Du solltest echt mal schlafen. Nö. Guck mal, jetzt sind das auch gar nicht mehr vier Totenköpfe. Drei. Okay, ich bin ready. Ich auch. Jo. Okay, dann nehme ich jetzt den ganz linken, da kriegt man nämlich noch Kupfererze zu. Beziehungsweise, warte mal, jetzt kriegt man beim anderen auch. Hä? Da stand doch gerade. Das ist das Gleiche. Dran. Dann nehmen wir das Auto. Brumm, brumm!